Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ja, insgesamt muss ich sagen, dass wir wenig zugelassen haben gegen eine Mannschaft, die sich in der Regel viele Torchancen rausspielt. Hatten auch gerade am Anfang so zwei, drei Angriffe, wo vielleicht ein bisschen mehr drin war. Vielleicht, wenn wir da noch ein bisschen konsequenter sind, dann können wir vielleicht sogar ein Tor machen am Anfang. Das wäre natürlich extrem Gold wert gewesen in der Phase. Ja, und dann, sage ich mal so, war es dann für Elversberg dann so dieser eine Angriff, der gereicht hat, der dann zum Tor führt. Ich würde jetzt behaupten, dass sie brutal effektiv waren dann am Ende und deshalb das Spiel gewonnen haben. Insgesamt muss man sagen, dass man auf der Leistung aufbauen kann. Auch wenn sicherlich dann auch nächste Woche Bayreuth ein ganz anderes Spiel wird. Trotzdem die Art und Weise, wie wir uns die Zweikämpfe gehauen haben, das muss gegen jeden Gegner so sein, nicht nur gegen Tabellenführer. Ich glaube, wir haben uns teuer verkauft. Das ist der richtige Ansatz, so muss es weitergehen. Aber im Endeffekt stehen wir wieder mit 0 Punkten da. Aber ich glaube, es war ein ganz anderes Gesicht als es in Duisburg. Ja, also ich glaube, dass Rafa im Abseits gestanden haben soll. So hat zumindest der Schiedsrichter angezeigt, aber in dem Moment habe ich da gar nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt auch noch nichts gesehen. Wäre natürlich in dem Moment so ein schnelles 1-1 super gewesen, weil dann, glaube ich, nehmen wir mindestens einen Punkt mit. Ja, so am Ende dann nochmal ein langer Ball und dann fällt das 2-0. Ich sag mal, das ist dann leider so. Knackpunkt war vorher das Gegentor und vielleicht auch das vermeintliche Abseits-Tor von uns. Kein Tor, 0-2 für den Gegner, so sehe ich das. Können wir uns nichts verkaufen. Am Schluss können wir uns auch nichts, ob das ein Elfmeter ist, ich glaube, der überlegt, können wir uns auch nichts verkaufen. Ja, worauf kommt es an? Abstiegskampf, reinhauen. Da geht es nicht darum, schönen Fußball zu spielen, da geht es darum, kompakt zu sein, Zweikämpfe zu führen, Zweikämpfe zu gewinnen, Gegenball und auch Mitball. Und einfach das an den Tag legen, was gebraucht wird, um ein Spiel zu gewinnen. Und das ist sicherlich kein schöner Fußball nächste Woche. Das ist der richtige Ansatz, so geht's. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir heute ein, zwei, dreimal Latte, Pfosten, Torwart gehalten. Irgendwann gehen sie rein und es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Punkten, Punkten, Punkten. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.